Nächster Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn der Herr Brandner geredet hat, muss ich mir jetzt die Haare richten, da wird so viel Wind gemacht. Aber Herr Brandner, Ihr Phrasenpropeller kann nicht davon ablenken, dass Sie einen völlig unqualifizierten Antrag hier vorgelegt haben. Ich hatte ja Ihnen schon bei früherer Gelegenheit eine Lupe mitgebracht und einen Spiegel mitgebracht. Heute habe ich eine Ausgabe des Grundgesetzes dabei. Ich werde gleich noch erklären, wozu wir das Grundgesetz jetzt hier brauchen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an 5 Beispielen erläutern, wieso Ihr Antrag schlicht und ergreifend peinlich ist. Es fängt schon damit an, erstens, dass die Hälfte Ihres Antrages aus der Wiedergabe des Gesetzestextes besteht, den Sie angreifen wollen. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, die FDP-Fraktion hätte so etwas nicht nötig. Wir sind in der Lage, im Internet nachzuschauen, wie der Gesetzestext aussieht. Es mag ja sein, dass es in Ihrer Fraktion so nicht so weit ist. Vielen Dank, dass Sie die Rückständigkeit Ihrer Fraktion auf diese elegante Weise demonstrieren, meine Damen und Herren. Zweitens. Herr Brandner fängt erneut an, den Verteidigungsfall mit dem Schutz gegen Corona-Maßnahmen zu vergleichen. Sie vergleichen also Maßnahmen zum Schutz von Menschen mit der Maßnahme, die mehr als alles andere Menschenleben gefährdet. Ein solcher Vergleich ist nicht nur makaber, er ist auch juristisch schlicht und ergreifend unsinnig, meine Damen und Herren. Drittens. Herr Brandner verunglimpft unabhängige Richter in Deutschland. Er schreibt dort rein, ja, die Fachgerichte werden das verfassungsrechtlich ja gar nicht prüfen. Und das Bundesverfassungsgericht wird leichtfertig Entscheidungen nicht zur Entscheidung annehmen. Meine Damen und Herren, Herr Brandner, Sie zeigen erneut, was für ein gebrochenes Verhältnis zum Rechtsstaat Sie haben. Pfui, kann ich da nur sagen, meine Damen und Herren. Viertens. Herr Brandner rügt eine angebliche Verletzung des Zitiergebotes bezüglich der Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Herr Brandner, das Bundesverfassungsgericht sagt in ständiger Rechtsprechung, dass bei diesen Artikeln eine Zitierung nicht notwendig ist. Mein Vorschlag, lesen Sie erstmal die einschlägige Rechtsprechung, bevor Sie das Gericht angreifen. Hilft ungemein, meine Damen und Herren. Fünftens. Herr Brandner zeigt erneut, dass er nicht in der Lage ist, auch nur ein vernünftiges Petitum zu produzieren. Er möchte, dass wir begrüßen, dass Menschen sich gegen das Gesetz wenden. Das nützt Ihnen nichts. Sie benötigen einen brauchbaren Antrag und 178 Unterschriften. Ich prophezei Ihnen, Sie werden beides nicht bekommen. Meine Damen und Herren, Herr Brandner ist aus meiner Sicht ein hoffnungsloser Fall. Und dennoch möchte ich einen letzten Versuch starten, in der Hoffnung, dass Herr Brandner irgendwo mal einen brauchbaren Antrag vorlegt. Darum habe ich das Grundgesetz mitgebracht. Da kann man es nämlich nachlesen, wie das geht. Und Herr Brandner, um Ihren Fähigkeiten entgegenzukommen, habe ich eine bebilderte Ausgabe des Grundgesetzes mitgebracht. Das ist ähnlich wie bei Kinderbüchern. Wenn man den richtigen Zugang hat, geht es auch ein bisschen leichter. Im Übrigen, die AfD-Fraktion produziert nicht nur unsinnige Anträge, es tut auch sonst nichts gegen die Pandemie. Sie polemisieren gegen Impfen und sie tragen keine Masken. Aus diesem Grunde, Herr Gauland, das kriegen Sie gleich, habe ich auch Ihnen ein Geschenk mitgebracht, der ganzen Fraktion. Wunderschöne FFP2-Masken, liebevoll verpackt in FDP-Farben. Also ich biete Ihnen gerne an, dass Sie diese Masken aufsetzen, dann würden Sie viel mehr für die Volksgesundheit tun, als mit solchen unsinnigen Anträgen, meine Damen und Herren. Letzte Bemerkung. Die FDP-Fraktion fordert seit langem engagierte, produktive und kompetente Maßnahmen gegen die Pandemie. Herr Kollege Dr. Schindelmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Aber bitte schön. Danke schön, Herr Kollege, dass Sie nicht nur über mich reden, sondern mich auch zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, Sie haben jetzt Ihre parlamentarische Wundertüte da ausgepackt. Wir sind ja ganz gespannt, was noch alles in diesem kleinen Beutel da drin steckt, muss ich Ihnen sagen. Bisher war das alles sehr interessant. Meine Frage ist aber folgende. Sie gehen da so gut wie gar nicht auf unseren Antrag ein. Im Kern geht es ja darum, dass wir als AfD-Fraktion gemeinsam mit der FDP-Fraktion der Meinung sind, dass das vierte Bevölkerungsschutzgesetz verfassungswidrig ist. Wenn Sie nicht der Meinung wären, hätten Sie und Ihre sämtlichen Abgeordneten ja keine Verfassungsbeschwerden erhoben. Jetzt erklären Sie mir doch mal in einfachen Worten, Sie können es auch gerne vortanzen, damit ich es begreife, Herr Schindelmann, erklären Sie mir mal in einfachen Worten, warum Sie nicht den Weg der Normenkontrollklage gegangen sind. Warum das stumpfe Schwert der Verfassungsbeschwerde, was Ihnen gestern Abend das Bundesverfassungsgericht um die Ohren gehauen hat, warum nicht die Normenkontrollklage gemeinsam mit der AfD, den Linken und Teilen der CDU-CSU-Fraktion? Also. Ich verstehe gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass eine Verfassungsbeschwerde ein stumpfes Schwert ist. Eines der schärfsten Schwerter, die Bürger in diesem Lande haben, meine Damen und Herren. Und das ist auch gut so.
Wir haben die Verfassungsbeschwerde eingereicht und Sie haben ganz offensichtlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von gestern Abend nicht verstanden. Es ist keineswegs vom Verfassungsgericht festgestellt worden, dass das Gesetz verfassungskonform ist oder dass wir nicht recht haben. Das Verfassungsgericht, Thema für mich, nicht? Lesen Sie alles nochmal nach, wie Rechtsprechung in Karlsruhe geht, hat also nur ein im Eilverfahren entschieden, nicht einmal über unseren Antrag, über andere Anträge. Und im Eilverfahren prüft das Bundesverfassungsgericht im ersten Schritt, ob die Verfassungsbeschwerde offensichtlich begründet ist. Das tut es außerordentlich selten, dass sie das feststellt. Warum? Weil es ein Eingriff in die Gewaltenteilung wäre. Das macht das Verfassungsgericht in ganz großen Ausnahmefällen. Das war auch nicht zu erwarten. Das Zweite, was das Verfassungsgericht macht, ist eine Folgenabschätzung. Was passiert, wenn ich aufhebe das Gesetz oder für nicht die Erklärung? Was passiert, wenn ich es nicht mache? Und dieser Folgenabwägung ist das Verfassungsgericht zum Ergebnis gekommen, nein, die Folgen wären eher schlimmer, wenn wir es aufheben. Das ist nur eine Entscheidung im Eilverfahren. Ich bin sehr optimistisch, dass der auch von mir gestellte, Sie haben nichts gemacht, von mir gestellte Antrag an Verfassungsbeschwerde im Hauptsacheverfahren Erfolg haben wird. Das Problem ist, wir haben längst gehandelt, Sie wollen etwas begrüßen. Wir begrüßen Ihre Entscheidung sowieso nicht. Wir würden es nur begrüßen, wenn Sie bald dem Bundestag nicht mehr angehören. Das würden wir begrüßen, meine Damen und Herren. Ich war gerade bei dem, was mir die FDP-Fraktion vorschlägt, abgesehen von einer Verfassungsbeschwerde, die wir gemacht haben, wo wir nach wie vor optimistisch sind, wie gesagt, testen, um Menschen zu finden, die noch Infektionskette darstellen können. Zweitens impfen, und zwar alle vorhandenen Impfstoffe sofort verimpfen, denn Impfstoffe nützen im Kühlschrank nichts, sie nützen nur dann, was wenn sie im Körper des Patienten sind, meine Damen und Herren. Und der dritte Punkt, sofort hier lückenlose Ausstattung, auch Nutzung aller deutschen Gesundheitsämter mit dem Programm DEMIS in Sommers, um die Kontaktnachverfolgung zu verbessern. Diese drei Maßnahmen bringen 100-mal mehr, als was Sie irgendwann mal produziert haben. Und im Übrigen wollen wir endlich Freiheit für Genesene und Geimpfte. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hygienevorschriften, Herr Kollege Dr. Sinneburg. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Edgar Franke.